Hallihallo, schön, dass du vorbeischaust. Hier ist Theresa von Sammy Dolls. In dieser kleinen Videoserie will ich dir all die Nähgrundlagen und Tipps zeigen, die man braucht, um all meinen Schnittmustern und Videoanleitungen mit viel Freude und Selbstvertrauen zu folgen. Mir macht Nähen einfach so viel Spaß und ich hoffe, dass ich dich auch dazu animieren kann, mit dem Nähen loszulegen oder die alte Nähmaschine aus dem Keller oder aus vom Dachboden wieder herunterzuholen. Alle anderen Videos in dieser Serie sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und jetzt geht's los! In diesem Video schauen wir uns an, wie man Schrägband an gerade oder auch gerundete Kanten nähen kann. Und dann fangen wir an mit dem Schrägband. Ich falte jetzt das eine Ende hier des Schrägbands auf und dann werde ich es an die Stoffkante nähen, in der kleinen Falte hier. Lege das Schrägband genau auf die Stoffkante, damit sie bündig sind. Und dann nähe ich in der Falte jetzt das Schrägband an die Stoffkante. Und dabei muss man darauf achten, dass man das Schrägband nicht zieht, weil es ein wenig elastisch ist. Wenn man es zieht, dann kräuselt sich der Stoff und dann haben wir nicht das Ergebnis, was wir haben wollen. Ich demonstriere das gleich mal in meinem nächsten Beispiel. Jetzt kann man hier sehen, wir haben in der Falte genäht, jetzt können wir das Schrägband auf die Rückseite des Stoffes umfalten und dann auch mit kleinen Clips oder mit Stecknadeln feststecken. Und jetzt können wir es umdrehen und dann werden wir ganz nah an der Kante des Schrägbands jetzt nähen, aber nicht auf dem Schrägband. Und dabei auch darauf achten, dass wir das Schrägband, das auf die Rückseite des Stoffes gefaltet ist, dass wir das auch mitnähen. Und hier haben wir das Ergebnis. Da ist die Naht ganz nah an der Kante. Und hinten haben wir auch das Schrägband mitgenäht. Wunderbar. Jetzt schauen wir uns mal an, wie es geht, wenn man gerundete Kanten hat und da Schrägband anbringen möchte. Da das Schrägband hier elastisch ist, kann man das ein wenig formen und so umbiegen. Wie man sehen kann, ist es ein bisschen elastisch. Und auch hier nähen wir es wieder in der Falte an die Kante. Und diesmal werde ich ein wenig langsamer nähen, damit ich immer das Schrägband mitnehmen kann, wenn wir um die Kurven herumgehen. Dann kann ich es immer ein wenig mitbewegen hier. Und jetzt ziehe ich auch gerade an dem Schrägband. Das soll man nicht machen, weil wenn man das macht, dann kräuselt sich der Stoff ein bisschen. Und immer schön in der Falte nähen und so sieht es dann aus. Und jetzt können wir das Schrägband wieder nach hinten umfalten und feststecken. Da kann man sehen, dass der Stoff ein bisschen gekräuselt ist da unten in der Mitte an der Kurve. Und jetzt nähen wir auch hier wieder ganz nah an der Kante des Schrägbands, aber nicht auf dem Schrägband, um das Schrägband zu befestigen. Und auch hinten nehmen wir das dann wieder mit, was nach hinten gefaltet ist. Und da kann man sehen, dass der Stoff ein bisschen nicht gekräuselt ist, aber ein bisschen Falten hat, weil ich das Schrägband gezogen habe, anstatt es nicht zu ziehen, sondern einfach nur vorsichtig um die Kanten herumzulegen. Das war nicht geplant, aber es ist doch schön, dass ich auch mal zeigen kann, wie man es nicht machen sollte. Jetzt im nächsten Beispiel werde ich dann nicht ziehen, sondern es richtig machen. Und auch hier wieder die Falte auffalten. Und dann nähen wir in der Falte hier entlang der Kante.
Und diesmal ziehe ich nicht am Schrägband, sondern bewege es nur ganz vorsichtig, dass es der Kurve hier folgt. Und so falten wir es dann wieder um auf die andere Seite. Und machen es kurz fest mit ein paar Wonder Clips. Und dann können wir es umdrehen und wieder ganz nah entlang der Kante nähen. Und diesmal kräuselt sich nichts. Yippie! Vielleicht ist es auch, weil die Kurve andersrum ist, aber diesmal habe ich wirklich nicht gezogen am Schrägband und es sieht doch alles ganz schick aus. Wunderbar. Im Vergleich nochmal der Stoff, der so ein bisschen sich zusammengezogen hat, weil ich am Schrägband gezogen habe beim Anbringen. So machen wir es nicht. Wunderbar, das war's. Ich hoffe, das Video war ein kleines bisschen hilfreich. Im nächsten Video schauen wir uns dann an, wie man die Zwillingsnadel benutzt und ich hoffe, ich sehe dich dann auch wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und es war hilfreich. Gib mir doch einen Daumen hoch, abonniere den Kanal für mehr Videos und hinterlass mir einen Kommentar mit deinem Feedback und Videowünschen. Wenn du Lust hast, kannst du mich auch auf Facebook, Instagram und Twitter finden. Ich würde mich freuen, dich da zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!